wo wir gerade von Lackerstrecken gesprochen haben und so, ne? Also beim Online-Fahren habe ich auf der Strecke so mitunter die meisten Punkte verloren. Der Rekord liegt auf Regenbogen-Boulevard, der eigentlich nicht unbedingt eine Lackerstrecke ist, aber auf dem man wenig machen kann, wenn es extrem scheiße läuft, habe ich festgestellt. Da habe ich 200 Punkte verloren in einem Rennen, das war nicht schlecht. Ansonsten ist es allerdings in erster Linie wirklich das Problem bei Lackerstrecken, dass man da gerne ein bisschen was verliert. So. Ich weiß, dass man sich den Pilz für die Abkürzung aufhebt, aber es ist völlig egal. Das Rennen entscheidet sich sowieso in der dritten Runde und dann bin ich irgendwo, wo ich sowieso kein ordentliches Item kriege. Also egal, auf welchem Platz ich dann bin, ich krieg so oder so kein gutes Item, selbst wenn ich auf dem letzten Platz bin. Also es ist völlig egal, wenn ich jetzt versuche, mich vorne zu halten. Vielleicht werde ich dann wenigstens nicht letzter, wenn ich jetzt vorne bin. Ja, mehr ist es nicht. Ja, auf Regenbogen war ich wirklich das ultimative Pech. Ich wurde gleich am Anfang von einem Funky Kong runtergerammt, wo er mich gar nicht hätte runterrammen können. Was wir ja heute auch schon mehrfach erlebt haben, dass diese Rammerei so ist, wie es gerade das Spiel Lust hat oder so. Dann wurde ich nochmal direkt runtergeschossen von dem, der schon letzter mit Abstand war zu dem Zeitpunkt. Also mal abgesehen von mir natürlich. Und dann hatte ich so einen großen Abstand, also dann hatte ich schon die halbe Bahn Rückstand in dem Moment. Oh ja, du, ihr Arschlöcher. Ist okay. Dann habe ich natürlich versucht, mit Items nochmal aufzuholen, aber das kann man auf Regenbogen war vergessen. Das einzige Item, mit dem man da nochmal aufholen kann, ist ein Bullet Bill und dafür muss man dann schon 10 Stück hintereinander kriegen. Ja, das war jetzt klar, dass ich da kein Item kriege. Da muss man schon 10 Stück hintereinander kriegen von Bullet Bills, damit man da nochmal eine halbe Strecke aufholen kann. Und das war nicht der Fall. Apropos Bullet Bill und so, ne? Der bringt mir gar nichts, weil alle die Abkürzung fahren können, nur ich nicht. Bin ich jetzt 6. oder 5. Hat's noch gereicht? Hat's nicht gereicht? Man weiß nicht. Lacker Scheiße. Ihr seid armselig, Leute. Ja, 3 Punkte. Genial, absolut genial. Power hat sich aber ganz schön durchgesetzt, muss ich sagen. Da ist schon mehr als Glück dahinter, denke ich mal. Wobei, ja, auf den Bahnen ist zwangsläufig Glück mit drin. Wie schade, ja, du mich auch. Ja, und schon kann es wieder weitergehen. Wieder schön im Wechsel im Team Grand Prix. Ist das nicht schön? Diesmal bin ich allerdings nicht im blauen Team, sondern im roten. Und diesmal bin ich auch nicht Daisy, sondern ich bin Birdo. Ja, in der Hoffnung, dass mir das jetzt Glück bringt oder so. Und Power ist gefährlich. Er fährt so komisch hier rum. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll und so. Naja, egal. Da das rote Team ja beim letzten Mal alle Trümpfe in der Hand hatte, dank glücklicher Items und so, hoffe ich mal, dass das jetzt auch diesmal der Fall ist. Dann kann ich nämlich hier den Kohlen aus dem Feuer holen. Ansonsten ist nämlich mit Power offenbar nicht zu spielen. Er ist einfach Wahnsinn. Also echt extrem schnell, muss man sagen. So, dann habe ich jetzt vielleicht noch eine kleine Ankündigung zu machen. Oder mehrere kleine Ankündigungen, ist ja auch völlig egal. Die erste wäre auf jeden Fall mal ganz nett und ganz wichtig und ganz bedeutend und überhaupt und sowieso. Und zwar wurde es gerade schon wieder im Raum, als gefragt haben, was wollen wir fahren, wurde schon wieder vorgeschlagen, ja, Ballonballerei, Ballonballerei. Und an der Stelle möchte ich sagen, nö, wird es nicht mehr geben. Also, wenn ich nicht gerade ganz seltsam drauf bin und extra einen Termin für sowas ansetze, dass wir dann mal nur Battle-Modus machen oder so, dann wird es keinen Battle-Modus mehr geben. Also, Ballonballerei, Münzjäger, alles scheiße, hat mir noch nie gefallen. Das wisst ihr, habe ich absolut keinen Spaß dran und das werde ich mir auch dann nicht mehr antun. Ich denke, das muss auch nicht zwingend sein. Der Versus-Modus hier, Grand Prix und Team Grand Prix, ist eigentlich ansprechend genug und der reicht mir völlig. Und ja, wenn euch das nicht passt, dann kann ich es nicht ändern, dann müsst ihr damit leben. Es ist, wie es ist. Ja, ist klar. Statt dass wir einen blauen Panzer kriegen, kriegt Team Blau einen blauen Panzer, weil wir sind ja so extrem im Vorteil und so. Ich meine, hallo, ich bin Zweiter und der Rest vom Team ist verteilt auf die letzten 3 Plätze. Das heißt, wir haben es absolut nötig, dass Team Blau einen blauen Panzer kriegt, weil sonst hätten wir ja keine Chance mehr und so. Das können wir nicht zulassen. Wo wollte der rote Panzer hin? Das verstehe ich nicht. Egal. Wir fahren mal lieber hier an den Items vorbei. Ich will mich nicht noch unnötig aufhalten. Ich habe meinen schönen Vorsprung verloren und ich habe natürlich auch jede Chance verloren, Power nochmal einzuholen. Wofür ich nichts konnte, um es gesagt zu haben. Wow, die Banane lag gut. Das Item liegt auch nicht schlecht, jetzt wo die Banane vorne liegt, aber hilft alles nichts. Noch schaffe ich es auszuweichen. Ja, da schauen wir uns auch noch drum rum. Ist alles in Ordnung. Und hier liegt nichts, dann lege ich da mal was hin. Mal gucken, ob es was bringt. Ich glaube es zwar nicht und jetzt habe ich keine Verteidigung mehr und die ist jetzt sowieso wieder weg gewesen. Aber egal. Okay, vielleicht habe ich Glück und sie können mich nicht mehr überholen. Wenn jetzt nicht ein blauer Panzer kommt oder ein roter oder beides. Okay, es hat geklappt. Wunderbar. Immerhin Zweiter und das absolut verdient.
Aber ich hätte Power auch nicht gekriegt, wenn der blaue Panzer nicht gewesen wäre. Also er hat sich ja immer weiter von mir abgesetzt. Er ist der bessere Fahrer offenbar. Oder es ist seine Strecke, ich weiß nicht, aber... Vielleicht liegt es auch an Birdo, man weiß es nicht, aber das hätte ich nicht geschafft. Also, Power verdienter Sieg. Mein Team ist scheiße, Schnitzel, René, ey, was macht ihr da? Warum seid ihr die letzten drei? Was ist los mit euch? Schnitzel und René. René, du bist so früher abgegangen wie ein Sau. Du bist abgegangen wie ein Schnitzel. Hahaha, schlechtes Spiel, Wortspiel. Egal. 14 Punkte, ach du Scheiße. Hoffentlich wird das besser. Kumu weiter. Wuhu. Das heißt, kein Schutz vor roten Panzern, Pilze an die Macht und Sterne sowieso und ich habe eine Wolke. Wahrscheinlich jetzt schon. Oh, noch nicht, okay. Überraschung. Öfters mal was Neues, ne? Ich habe nicht eine Wolke am Start. Wow. Ja, keine Ahnung, woran der gerade kaputt gegangen ist, an seiner Dummheit oder so, aber ja. Ignorieren wir das. So viel zum Thema kein Schutz vor roten Panzern und so, ne? Das ist ja gerade nochmal gut gegangen mit dem Sprung. Ja, was ist auch gesagt? Was habe ich gesagt? Battle-Modus ist ausgeschlossen, es sei denn, ich mache extra einen Termin dafür. Ansonsten braucht ihr nicht mehr danach zu fragen, weil ich keine Lust drauf habe. Weil Battlen ist doof. So. Oh, das ist super. Das war super. Kann ich gut mitleben. Also endlich mal ein bisschen Glück. Es tut mir leid für Power, weil er ist immer noch der bessere Fahrer und... ich hätte ihn nicht überholt, wenn das nicht passiert wäre. Er muss ja vorher schon von irgendwas aufgehalten worden sein, sonst hätte ich ihn ja schon nicht geklickt. Also sonst wäre ich nie so nah an den Rand gekommen. Aber schön. Schön, dass mein Team auch mal ein bisschen Glück hat. Und vielleicht kriege ich jetzt auch mal ein paar Punkte oder so. Ja, und die zweite Sache, die ich gerne ankündigen würde, an die ihr hoffentlich alle mitbekommt. Ich kündige zukünftig die Videos dann, also falsche Termine, nicht die Videos. Die Termine kündige ich dann zukünftig wieder nur per Video an. Per PN ist ja scheinbar nicht durchführbar. Oh Mist, das war nichts. Das war sehr weit außen, das war schlecht. Aber ich bin Erster. Nicht verdient. Naja, ein bisschen verdient schon, aber... Seien wir mal ehrlich, an sich hätte Power natürlich gewonnen, aber ich wäre immerhin Zweiter gewesen, ohne dass jemand nachhilft und so. Und mein Team hat auch mal ausnahmsweise minimal besser abgeschnitten. Wir sind nicht mehr die letzten drei Plätze, sondern wir haben, wir haben den Ersten, den Zweiten und, naja, ein bisschen was mehr. Ey, das war mal eine gute Leistung. Immerhin schon mal ein Anfang. Und jetzt sieht es auch schon gar nicht mehr so schlecht für uns aus. Also was ich jetzt im letzten Rennen eigentlich zum Ausdruck bringen wollte, stellt euch darauf ein, dass die Termine immer noch nur noch per Video angekündigt werden. Das sollte auch kein Problem sein, weil es gibt da so einen Abonnieren-Knopf, den kann man drücken, auch wenn man sich meine Videos sonst nicht anguckt, dann kriegt ihr zumindest immer rechtzeitig Bescheid gesagt, dass in Mario Kart Vitamin angesetzt ist und für wann der angesetzt ist und so, weil das Video kriegt ihr dann in eurer YouTube-Startseite angezeigt und so. Und ja, das ist auf jeden Fall deutlich praktischer als die Alternative mit den PNs, weil das ja offensichtlich nicht funktioniert, weil YouTube doof ist und so. Also im Moment habe ich mit den Items ziemlich viel Glück. Hoffentlich kommt jetzt kein roter Panzer aus. Also. Ach, ich verballer den Pilz, was soll's. Ich hätte ihn zwar gerne aufgehoben, für eine Abkürzung zu fahren wenigstens hier ein bisschen oder für einen Blue Shell Dodge zu versuchen oder sowas. Und dann ist der ganz innen, das gibt's ja nicht. Wäre auch eine cleverere Lösung gewesen, aber irgendwie war ich jetzt gerade panisch, weil er meinte, dass der Pilz sofort wieder weg wäre. Armbanduhr fährt mit Quack, wie auch immer das Ding heißt. Faszinierend. Und Power ist schon wieder auf dem Vormarsch. Aber nur dann blitzt es mal. Ja, ich liebe dich, NG. Ich liebe auch dich, lieber Nutzer, den ich nicht sehen kann. Rasmus, Jan Rasmus. Ich hab euch alle ganz doll lieb. Ich war gerade noch Erster und ich hatte Vorsprung. Dann kam ein Blitz und dann kam ein grüner Panzer. Dann kam ein roter Panzer. Dann kam noch ein roter Panzer. Und jetzt bin ich Letzter. Es ist so toll und so fair. Und Mario Kart Wii zu fahren und sich dabei aufzuregen ist gar nicht schwer. Vor allem das Aufregen fällt furchtbar leicht und so. Also, tolles Spiel. Juhu, ich juble. Ich juble gewaltig. Ich bin ein Fan davon. Ja, ich schieße auf Ape. Das ist natürlich clever. Gute Idee, René, fahr vor. Ich schieße mal noch einen roten und noch einen roten. Vielleicht hält es ja noch jemanden auf. Ich glaube zwar nicht dran, aber... Schnitzel war echt schneller als ich. Das kann ich fast nicht glauben. Hat der auch einen Goldpilz oder was? Schnitzel war nicht schneller wie ich. Okay, ich verstehe es nicht. Ist egal. Ja, Power und Armbanduhr. Ich glaube, die Runde verlieren wir ziemlich deutlich hier mit Team Rot.
Sieht schlecht aus. Leute, schränkt euch mal ein bisschen an. Ich habe dreimal so viele Punkte wie ihr. Macht mal was. Und schon wieder ein Finale. Das gibt's ja nicht. Also, fahren wir eigentlich nur noch Finalrunden? Das kommt mir alles so kurz vor. Warum geht das immer so schnell? Warum sind die Cups so kurz und überhaupt? Ich meine, gut, jetzt war es schon absehbar von den Punkten her, dass es bald vorbei sein dürfte. Aber dass es so plötzlich kommt, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe was gelernt. Habt ihr es gesehen? Ihr habt es gesehen, oder? Ich habe gelernt, wie man da an der Stelle sinnvoll fährt oder so. Ja, ich bin doch noch ein bisschen lernfähig und ich kann mir noch ein paar Tricks abgucken und so. Irgendwer hatte mir vor geraumer Zeit das Video gezeigt, in dem Mio die Strategie zeigt. Und das war sehr hilfreich. Dann konnte ich mir das Ganze detailgenau angucken, in guter Qualität. Er hat es sogar noch erklärt, wie das Ganze gedacht ist und was der Sinn dahinter ist. Und wenn man da ein bisschen übt, dann kriegt man das irgendwann auch einigermaßen hin. Ich bin zwar nicht der Mensch, der so gut ist, dass er das jedes Mal hinkriegt, so wie man es sollte, aber ich kann es wenigstens so ein bisschen. Und das ist schon mal mehr, als die meisten anderen von sich sagen können oder so. Ja, zack. Man kann aber auch von diesen blöden Kackfeuerbällen aufgehalten werden. Und da muss man vorsichtig sein. So, wo ist mein roter Panzer? Genau, da kommt er. Ja, ist klar. Ja, wir haben es vorhin gesehen auf Scheißgeistrand. Da sind drei rote Panzer, haben es geschafft, drei Bananen auszuweichen. Und der schafft nicht mal an einer vorbei. Es war ja auch mein roter Panzer. Also warum sollte der es schaffen, irgendwas auszuweichen? Scheiße. Das war auch sehr elegant. So wird zum Thema Ausweichen und so, ne? ja, aber es war mein roter Panzer. Der muss natürlich in die nächstbeste Banane da reinfliegen, die da liegt. Obwohl er genug Zeit gehabt hätte zum Ausweichen. Und die Banane offensichtlich war und überhaupt und sowieso. Das geht gar nicht anders. Also Leute, das ist natürlich absolut klar. Im Gegensatz zu den roten Panzern von anderen Leuten dürfen meinen nämlich nicht treffen. Ist euch das mal aufgefallen, wenn ich einen roten Panzer auf jemanden schieße, auch wenn es drei sind oder fünf oder zehn oder sonst wie viel, die brauchen 100 Jahre, bis auch nur mal in die Nähe vom Gegner kommen und bis dahin hat der mindestens 10 Items nachgezogen, um sich wehren zu können. Ja, und bei anderen Leuten, die schießen einen roten Panzer ab und der ist zack, direkt beim Gegner und trifft, garantiert, der trifft sogar, wenn man ihn abwehren könnte. Ja, finde ich sehr fair. Und das finde ich auch sehr fair. Finde ich schön von euch, dass ihr so an mich denkt und mich mit grünen Panzern, Quatsch, blauen Panzern beschenkt. Das macht es mir natürlich viel leichter, meine Position zu halten und so. Gerade in der letzten Runde ist das ja immer besonders beliebt, dass man da nochmal ein bisschen... Ich bring euch alle um. Ich mache euch so tot. Ja, das ist schön. Das ist ganz toll. Ich bin Erster. Ne, ich bin Zweiter, ne? Ihr habt's gesehen. Ich bin Zweiter. Ich habe einen blauen Panzer abgefangen, war immer noch Zweiter. Und was bin ich? Ich bin Sechster. Ihr seid Arschlöcher. Team Blau, ihr seid das Lacker-Team schlechthin. Mal abgesehen von Power, okay, zugegeben. Power ist nicht ein Lacker. Power kann fahren, aber der Rest von euch ist für den Arsch. So, das musste ich jetzt mal sagen. Also, es muss raus. Alles, was nicht, was keine Miete zahlen muss, raus oder so. Und überhaupt, und keine Ahnung. Ihr geht mir auf den Sack. Ich glaube, eine Runde fahren wir noch. Vielleicht auch zwei. Es ist Zeit für Mario Kart. Genau. It's a me, Mario. Ja. Ich fahre zwar kein Kart, aber das Spiel heißt Mario Kart und ich fahre Mario und das ist alles okay. Und wir sind schon wieder auf Luigis Pisse. Und da ist schon wieder der erste rote Panzer. Ist es nicht schön? Das war clever. Aber gut, es hätte mich eh nicht gerettet, wenn ich ihn behalten hätte. Offensichtlich. Ist egal. Ich fahre als Letzter, das ist in Ordnung. Weil dann kriege ich jetzt das Godlike-Item. Ja. Und das muss ich mir jetzt nur noch drei Runden aufhalten, aufheben, ohne dass ich es vom Blitz abgenommen kriege und dann ist alles in Butter. So sieht es nämlich aus. Oder auch nicht. Ich schaff's nicht an den Röhren vorbei, ich kann's nicht fassen. Ich habe die Wolke nicht berührt. Ich habe den Wolkentyp echt nicht berührt. Nur um es gesagt zu haben. Das ist Einbildung. Ist euch das eigentlich auch schon aufgefallen, dass das im Online-Modus ist, wie es gerade Lust hat? Also bei mir ist es ja meistens so, dass ich, wenn ich eine Wolke habe, Leute drei, vier oder fünf Mal rammen kann und ich gebe die Wolke dabei nicht ab. Aber wenn jemand auch nur mit einer Wolke in meiner Nähe ist, dann habe ich sie sofort. Also ich finde das sehr faszinierend. Irgendwen habe ich gerade ins Gemüse gekickt und ich hoffe, es hat ihm geholfen oder so. Ach, diese alten Strecken sind echt zu kotzen. Hier kann man doch gar nichts machen ohne Items. So, und jetzt seht ihr, was ich meine mit den roten Panzern. Drei Stück und sie haben sich bestenfalls gegenseitig behindert. Haben es aber nicht geschafft, irgendwen zu treffen. Und wow, Jan klitscht sich durch die Gegend oder so. Da ist wohl ein leichtes Problem mit der Verbindung oder sowas. Keine Ahnung. Das war gut für unser Team, muss ich gerade mal sagen. Also wer auch immer den Blitz hatte, hat ihn genau richtig eingesetzt.
Dann konnte ich mich jetzt noch so dumm anstellen, wie ich wollte, wenigstens bin ich noch Zweiter. Wie gesagt, Lackerstrecke. Aber das gönne ich mir jetzt ausnahmsweise mal. Wen habe ich denn eigentlich so ein Team? René, Power und Schnitzel. Ja, Power. Jetzt wurde in meinem Team bist, machst du so einen Scheiß. Mensch. Vorhin war es noch so gut. Naja, war ein Lackerbahn, da kann nichts für. Aber es läuft schon besser. Jetzt haben wir auf der Liste unter anderem auch Vulkangrollen stehen und das bringt mich schon gleich zur nächsten Sache. Ich bin sehr, sehr gespannt, nachdem ich das jetzt gesehen habe, wann es denn soweit... Ja, das hast du toll gemacht, René, danke. Ich bin sehr gespannt, wann es soweit sein wird, dass wir den ersten Glitcher im Raum haben, der meint, er müsste jetzt zeigen, dass er auf Vulkangrollen den Glitch fahren kann. Es wird wohl früher oder später passieren, also erinnere ich euch gerne nochmal dran, es gibt diese sogenannte Blacklist, sie schließt euch dauerhaft aus meinem Let's Play aus, aus meinen Räumen, was auch immer. Das heißt, ihr dürft dann nicht mehr mit mir fahren, egal was ihr macht und so, und wenn ihr euch auf den Kopf stellt. Und Glitchen ist eine Möglichkeit, auf dieser Liste zu landen. Also denkt bitte daran, wenn ihr das nächste Mal Vulkangrollen wählt, oder egal wer es gewählt hat, wenn es gefahren wird, fahrt nicht den Glitch. Und das gilt natürlich auch für andere Bahnen. Letztens bin ich völlig überrascht gewesen. Da war ich auf Varios Goldmine im Online-Modus durchgehend Erster. Und der Zweite hat einen riesen Rückstand. Der hätte mich niemals einholen können, selbst mit drei blauen Panzern nicht. Und auf einmal wird das Rennen abgebrochen und ich bin nur Zweiter. Das hat mich furchtbar irritiert im ersten Moment. Und dann habe ich gemerkt, ah, stimmt, da war ja was. Da ist ja auch so ein toller Glitch, ne? So auf Röhre springen und so. Ist eine tolle Sache, kann man sich viel Strecke mitsparen. So kann man dann auch Erster werden, obwohl man Zweiter ist, mit riesigem Rückstand und so. Finde ich toll, dass die Leute so kreativ sind mit ihrer Glitch-Findung und dass die das dann auch offensichtlich so toll zeigen im Internet und anderen Leuten damit den Spaß am Spiel verderben, genauso wie die ganzen asozialen Scheiß-Cheater, die nur da sind, um Leute zu ärgern. Aber ja, wie gesagt, also bei mir muss es nicht sein. Und ihr merkt es dann auch rechtzeitig, wenn irgendwer glitscht. Dann geht mal zwischendurch einfach der Raum für zu, dann schreibe ich eben in der Lobby im Moment noch. Oder noch einen kleinen Moment warten oder was auch immer da in den Dingern steht. Und dann werde ich den Raum erstmal schließen, werde die Person von der Liste löschen und dann geht's weiter. Also, da habe ich gar keine Skrupel. Also, bitte. Mit sowas halte ich mich doch nicht auf. Schön, dass das eine eigene Fakebox war. Ich war zwar der Meinung, dass ich drum rumgefahren wäre, aber wenigstens hat es mich nicht getroffen. Das ist schon mehr, als ich erwartet habe. So. Hey, das ist die ultimative Lackerbahn. Und es hat keiner genug Glück gehabt, um mich zu überholen. Und es kam kein blauer Panzer und so. Das war mal ein schönes Rennen, muss ich sagen. Durchgehend Erster. Und keiner hatte eine Chance. Vielleicht hat der Zweite sie auch gut aufgehalten. Ich weiß nicht, wer da auf dem Zweiten rumguckt. Nur Power natürlich, wer sonst. warum bist du nicht Erster? Das verstehe ich nicht. Egal, es läuft gut für Team Rot und wir haben es uns verdient wie kein anderes Team je zuvor.